Hallo und herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Mein Name ist Sarah Konrad und ich freue mich sehr, dass ihr bei der zweiten Folge der Reihe Kosmische Strukturen dabei seid. Heute gehen wir der Frage auf den Grund, was Strukturen eigentlich sind. Insbesondere geht es heute darum, wie man Strukturen eindeutig und quantitativ miteinander vergleichen und unterscheiden kann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bin gespannt auf eure Kommentare. Überall sind wir von Strukturen und Mustern umgeben. Sei es die Raufasertapete an der Wand, die geteerte Straße oder der Teppichboden im Büro. All diese Muster haben eine interessante Eigenschaft. Obwohl kein Ausschnitt an einer Stelle exakt so aussieht wie an einer anderen Stelle, würden wir doch sagen, dass das Muster überall gleich ist. Solche Muster sind also nicht durch ihre exakte Anordnung charakterisiert. In der Wissenschaft sprechen wir von Realisierung, sondern durch ihre statistische Beschaffenheit. Um zu verdeutlichen, was damit gemeint ist, habe ich mit einem Computerprogramm zweimal das gleiche Muster generiert. Die beiden Kacheln hier sind ganz verschieden eingefärbt und doch würden wir sagen, dass sie das gleiche Muster haben. Wir wollen heute solche Muster mathematisch charakterisieren und somit auch objektiv vergleichbar und unterscheidbar machen. Einige von euch stellen sich jetzt vielleicht die Frage, was so schwer daran ist, solche Muster zu unterscheiden. Schauen wir uns zwei andere Kacheln an, deren Muster nun unterschiedlich generiert wurden. Wir erkennen eindeutig, dass die beiden Muster verschieden sind. Während das erste eine wolken- und fetzenartige Struktur hat, hat das zweite glatte, fast zufällig gleich groß verteilte Flecken. Wir können diese Muster also auch mit Worten charakterisieren und beschreiben. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Auch hier sind die Muster der Kacheln unterschiedlich. Wir können das mit dem Auge gut erkennen, auch wenn es schwieriger als im vorherigen Beispiel ist. Und das Beschreiben der Unterschiede wird dadurch natürlich auch schwieriger. Man könnte zum Beispiel sagen, dass das Muster der rechten Kachel eher kleinere Fetzen hat als das der linken. Aber auch mit Worten ist es nun schon schwieriger geworden, diese beiden Muster zu unterscheiden. Wir wollen diese Strukturen nun quantitativ, also mit Zahlen, miteinander vergleichen. Wie können wir das machen? Zunächst einmal beschränken wir uns heute auf Bilder in zwei Dimensionen, das heißt zweidimensionale Strukturen. Natürlich existieren Strukturen auch in einer Dimension, beispielsweise Geräuschsignale oder Spektren oder auch in höheren Dimensionen, wie 3 oder noch höher. Zwei Dimensionen wählen wir deswegen, weil sie einfach, aber eben auch komplex genug sind, um alle wichtigen Eigenschaften darzustellen. Schauen wir uns jetzt zwei andere Muster an. Diese beiden Kacheln unterscheiden sich nun auch auf den ersten Blick eindeutig. Auf der linken sind alle Pixel ganz unterschiedlich eingefärbt. Die rechte Kachel hingegen ist einfarbig. Alle Pixel haben die gleiche Farbe. Das Muster der linken Kachel entspricht einem sogenannten weißen Rauschen. Und wir werden später noch sehen, warum man das so nennt. Wenn wir nun die Frage nach Struktur stellen, würden wir in beiden Fällen nicht davon sprechen, dass irgendwelche Strukturen erkennbar sind. Auf der linken Kachel herrscht quasi komplettes Farbchaos. Alle Pixel sind komplett zufällig eingefärbt, sodass keine Struktur vorhanden ist. Auf der rechten Kachel hingegen ist alles gleich. Es herrscht also komplette Ordnung, sodass auch hier keine Strukturen zu sehen sind. Wir wollen diese Muster jetzt mit der Sprache der Statistik beschreiben. Und um euch zu verdeutlichen, wie das geht, stellen wir uns nun vor, dass wir ein Wettspiel spielen. Ihr müsst von Kacheln, die ihr nicht seht, die Farbe einzelner Pixel erraten. Für jedes Pixel, dessen Farbe ihr im Rahmen eines gewissen Fehlers erratet, bekommt ihr 1 Euro. Liegt ihr daneben, bekomme ich 1 Euro von euch. Damit ihr nicht ganz im Dunkeln stochert, gebe ich euch zu Beginn einer jeden Kachel 2 Tipps. Der erste Tipp, den ich euch gebe, ist, welches Muster auf der Kachel vorliegt. Weißes Rauschen oder eine homogene Verteilung. In diesem Fall gebe ich euch den Tipp homogen, also einfarbig. Den zweiten Tipp, den ich euch jetzt gebe, ist die Farbe des Pixels in der linken oberen Ecke. Hier ist das Pixel links oben grün. Wie würdet ihr nun vorgehen, um die Farbe weiterer Pixel zu erraten? Und wie hilfreich sind dabei meine Tipps gewesen? Okay, in diesem Fall habe ich es euch leicht gemacht. Ihr wisst, dass die Kachel einfarbig ist, also alle Pixel haben die gleiche Farbe.
Und ihr kennt die Farbe eines einzelnen Pixels, grün. Damit reicht die Information eines einzigen Farbpixels aus, um die Farben aller anderen Pixel zu erraten. Die sind dann natürlich auch alle grün. Und ihr könnt so viele Euro mit heimnehmen, wie die Kachel Pixel hat. Kommen wir zur nächsten Kachel. Was, wenn die Kachel nicht einfarbig ist, sondern das Muster von weißem Rauschen hat? Das ist wieder Information Nummer 1, die ihr bekommt. Die zweite Information ist, dass das Pixel in der linken oberen Ecke hellgrün ist. Wie würdet ihr nun die Farbe der anderen Pixel erraten? Da beim Muster des weißen Rauschens alle Pixel zufällig eingefärbt wurden, hilft euch die Information, dass das Pixel in der linken oberen Ecke hellgrün ist, nun nicht weiter, um die Farben der anderen Pixel zu erraten. Das Einzige, was euch vielleicht beim Pixelfarben erraten hilft, ist, sich daran zu erinnern, dass bei dem weißen Rauschen die meisten Pixel hellgrün waren. Einige waren gelb, ein paar wenige blau und noch weniger rot. Hier seht ihr nun die zu erratende Kachel. Um möglichst viele Pixel korrekt zu erraten, wählt ihr also für jedes Pixel die am häufigsten vorkommende Farbe. Und die ist hellgrün. Je nachdem, wie kleinteilig die Farbskala eingeteilt ist, macht ihr damit zumindest am wenigsten Minus. Was hat dieses Wettspiel nun mit Struktur und Statistik zu tun? Der Schlüssel liegt hierbei in der Einschätzung, wie hilfreich die Information über die Farbe eines einzelnen Pixels war, um die Farben der anderen Pixel zu erraten. In der Statistik sprechen wir dabei von Korrelation. Im ersten Fall der homogenen, also einfarbigen Kachel, reicht die Information eines einzigen Pixels aus, um die Farbe aller anderen Pixel zu erraten. Die Pixelfarben sind komplett geordnet, also maximal korreliert. Beim weißen Rauschen hingegen hilft die Information über die Farbe eines einzelnen Pixels überhaupt nicht weiter, um die Farben der anderen Pixel zu erraten. Bei diesem komplett chaotischen Muster sind die Pixelfarben also überhaupt nicht korreliert. Was haben Korrelationen nun mit Struktur zu tun? Wenn alles gleich aussieht, also perfekt korreliert ist, dann haben wir keine Strukturen. Wir wollen also, um Strukturen zu haben, eine gewisse Variation in den Farben. Wenn jedes Pixel hingegen unterschiedlich ist, wir maximale Variation, also überhaupt keine Korrelation haben, dann sehen wir auch keine Strukturen im Muster. Wir wollen also auf der einen Seite Variation, auf der anderen Seite eine gewisse Ähnlichkeit von Pixelfarben, von Pixeln, die nah beieinander sind. Genau diese Balance von Variation und Farbähnlichkeit ist nun in diesen Bildern dargestellt. Das erste Bild links oben hat wieder eine wolkenartige, fetzenreiche Struktur. Das Bild rechts oben hat eine glatte, großskalige, variierende Struktur. Und das Bild links unten eine viel kleinteiligere Struktur. Korrelationen sagen also etwas über die typische Ähnlichkeit von Pixeln in einem gewissen Abstand aus. In der Kosmologie sind dabei besonders isotrope und homogene Korrelationen von Bedeutung. Und wenn ihr genauer wissen wollt, was das bedeutet, dann schaut nochmal ins erste Video dieser Reihe. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und wie man Korrelation jetzt quantitativ bestimmt, also ausrechnet, das schauen wir uns jetzt anhand von einem Beispiel an. Hier seht ihr nun drei Kacheln mit jeweils verschiedenen Mustern. Um rechnen zu können, brauchen wir Zahlen. Wir ordnen nun also jedem Farbwert einen Zahlenwert zu. Dunkelblau ist minus 1, hellgrün in der Mitte 0 und rot am anderen Ende der Skala plus 1. Die Skala dazwischen wird kontinuierlich mit Zahlen gefüllt. Jetzt bestimmen wir für die erste Kachel die abstandsabhängige Korrelation. Für die Korrelationsfunktion wird häufig der Buchstabe C verwendet. Der Abstand ist Delta x. X ist die Position der Pixel. In diesem Fall also ein zweidimensionaler Vektor. F von x bezeichnet den Pixelwert des Pixels an Position x. Um die Korrelationsfunktion zu berechnen, picken wir uns zunächst ein Pixel raus und ein weiteres im Abstand Delta x. Dann multiplizieren wir die beiden Funktionswerte. Das wiederholen wir für alle Pixelpaare mit dem Abstand Delta x und mitteln über das Ergebnis. Das machen wir jetzt für ein bestimmtes Delta x,
also einen bestimmten Abstand, der hier durch den Radius des inneren Kreises gekennzeichnet ist. Wenn wir den positiven Pixelwert im Zentrum des Kreises mit den Pixelwerten auf dem Kreis multiplizieren, sehen wir, dass typischerweise negative Werte herauskommen. Denn die Werte auf dem Kreis sind typischerweise negativ. Die Korrelation auf diesem Abstand ist also negativ. Wählen wir einen größeren Kreis, sehen wir, dass tendenziell eher Werte mit dem gleichen Vorzeichen vorkommen. Die Korrelationsfunktion für diesen Abstand ist dann also positiv. Wenn man das nun für alle Abstände rigoros berechnet, findet man, dass in diesem Fall die Korrelationsfunktion proportional zu einem Sinus ist. Das L im Argument des Sinus zeigt nun an, auf welcher Länge die Korrelation ihr Vorzeichen ändert. Proportional übrigens deswegen, weil bei der mathematischen Definition von Korrelationsfunktion normalerweise noch ein Normierungsfaktor hinzukommt, der für uns aber nicht wichtig ist. Hier sieht man auch die Korrelationsfunktion der anderen beiden Kacheln. Die zweite Kachel hat ein kleineres Muster. Daher ist die Länge, auf der sich die Korrelation ändert, kleiner. In diesem Fall um einen Faktor 7. In der letzten Kachel sehen wir, dass wir Variationen auf Kleinskalen haben, wie in der zweiten Kachel, aber zusätzlich Variationen auf einer größeren Skala, wie in der ersten Kachel. Die Korrelationsfunktion ist daher eine Summe aus den beiden anderen. Die abstandsabhängige Korrelationsfunktion zeigt also an, ob Pixel in einem bestimmten Abstand positiv korreliert, also eher ähnlich sind, negativ korreliert, also eher verschieden sind, oder unkorreliert sind, also überhaupt keine Informationen über den Farbwert des jeweils anderen Pixel enthalten. Eine mit der Korrelationsfunktion verwandte Funktion ist das Leistungsspektrum. Das Leistungsspektrum wird in der Kosmologie sehr häufig verwendet. Es ist ein Maß für die typische Größe von Objekten oder hier für die Länge, auf der sich die Farbwerte typischerweise ändern. Um das zu verdeutlichen, schauen wir uns nochmal die drei Kacheln von gerade eben zusammen mit der Farbskala an. Stellen wir uns nun vor, dass das Muster Berge und Täler beschreibt. Blau wären die Täler und rot die Berge. Dann haben wir in allen Fällen eine Art Wellenmuster vorliegen. Wenn wir nun fragen, welche Wellenlänge wie häufig vertreten ist, dann ist das genau das, was das Leistungsspektrum angibt. Auf der x-Achse der Graphen ist nun die logarithmierte Wellenzahl k angezeigt. Links, kleine k, stehen für große Strukturen, denn je weniger Wellen in einen Bereich passen, umso größer sind diese Wellen. Rechts, große k, entsprechen Kleinstrukturen. Die erste Kachel hat sehr große Strukturen. Deswegen hat das Leistungsspektrum P von k einen starken Peak bei kleinen k, also großen Strukturen. Das zweite Muster besteht aus kleinen Strukturen. Daher peakt das Leistungsspektrum bei großen k, also Kleinstrukturen. Und die dritte Kachel, die eine Überlagerung von großen und kleinen Strukturen ist, die hat nun eben zwei Peaks, einmal bei den großen und einmal bei den kleinen Strukturen. Schauen wir uns auch die Leistungsspektren unserer ersten beiden Beispiele an, dem weißen Rauschen und der homogenen Verteilung. Das Spannende bei dem weißen Rauschen ist nun, dass alle Wellenzahlen in gleichem Maße vorhanden sind. Weißes Rauschen ist also eine Überlagerung aller Wellenzahlen in gleichem Maße. Und dadurch entsteht dieses chaotisch anmutende Bild. Und hier sehen wir auch, warum es weißes Rauschen heißt. Würde man das Leistungsspektrum als Farbspektrum interpretieren, dann wären hier alle Farben zu gleichen Teilen vertreten. Man hätte also weißes Licht. Bei der homogenen Verteilung hingegen piekt das Leistungsspektrum bei extrem kleinen Wellenzahlen k, und zwar bei verschwindend geringen Wellenzahlen. Der Grund dafür ist, dass die Korrelation auf den größten Skalen stattfinden. Das heißt, die Wellenlänge, die ist hier unendlich groß. Und diese wolkenartige Struktur, die wir am Anfang gesehen haben, die gehört zur Klasse der skalenfreien Strukturen.
Hier ist das Leistungsspektrum proportional zur Wellenzahl k hoch einer Zahl n. Das Leistungsspektrum entspricht also einem Potenzgesetz. Es sind also auch hier, ähnlich wie beim weißen Rauschen, Wellenstrukturen jeder Größe vorhanden, allerdings nicht in gleichem Maße. Wenn wir hier zum Beispiel die betrachtete Wellengröße halbieren, dann ändert sich das Leistungsspektrum jedes Mal um den gleichen Faktor. Es gibt also keine ausgezeichnete Längenskala und daher nennt man diese Strukturen, die auch Fraktale darstellen, skalenfrei. Diese Muster und Strukturen, die wir uns heute angeschaut haben, werden auch gaußsche Zufallsfelder genannt. Das bedeutet, dass sich das Muster statistisch komplett über den Mittelwert und das Leistungsspektrum beschreiben lässt. Gaußsche Zufallsfelder kommen in der Natur sehr häufig vor, denn sie sind die natürliche Konsequenz des Gesetzes der großen Zahlen, wenn man zufällige Prozesse überlagert. Darauf werden wir in dieser Reihe nochmal zurückkommen, wenn wir uns die Strukturen im frühen Universum anschauen. Fassen wir nochmal zusammen, was wir heute gesehen haben. Strukturen sind Korrelationen und Korrelationen sind Abweichungen vom Zufall. Quantitativ können wir damit Strukturen mithilfe der Korrelationsfunktion oder des Leistungsspektrums beschreiben. Damit können wir Strukturen objektiv und quantitativ eindeutig beschreiben und unterscheiden, ohne dass es auf die explizite Realisierung ankommt. Und wie uns das in der Kosmologie hilft, die Strukturen im Universum mit verschiedenen Methoden zu analysieren und zu verstehen und welche Rolle dabei dunkle Energie und dunkle Materie spielen, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Ich freue mich auf eure Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.